Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf den Tribünen. Ich hoffe, Sie haben mittlerweile gemerkt, worum es hier eigentlich geht. Wir haben also landwirtschaftliche Betriebe, die finden sich nicht in sogenannten integrierten Lagen. Das heißt, sie befinden sich irgendwo etwas weiter außerhalb. Und wenn die dann irgendwann mal stillgelegt werden, dann ist die Frage, was passiert mit den Gebäuden? Und innerhalb von 7 Jahren kann man diese Gebäude dann also umnutzen, es sei denn, man setzt diese 7-Jahresfrist aus. Und hier geht es also nicht um eine, wir haben jetzt also eine befristete Aussetzung dieser 7-Jahres-Regel. Das heißt, wir haben nicht eine befristete Regelung. Ja, ich bin immer für Befristungen. Befristungen sind erstmal gut, dann muss man immer wieder erneuern, sondern wir haben eine befristete Aussetzung der Regelung. Das heißt, eigentlich ist diese Sonderregelung sozusagen, macht alles am Ende einfacher. So. Und als wir, ich hab's schlimmer gemacht, ne? Okay. Als wir die erste Lesung hatten, hat Herr Schemmer gerade gesagt, ja, da fehlten noch die tiefgreifenden Erkenntnisse. Ich gebe zu, auch bei mir, ja. Ich habe ihr gesagt, ich weiß noch nicht, wovon wir eigentlich so genau reden. Wir haben in der Vorbereitungszeit auch von den entsprechenden Stellen gar nicht gesagt bekommen können, wie viele Leute betrifft das denn? Sind das am Ende vielleicht einer in 7 Jahren, den das betrifft? Das ist also nicht ganz der Fall. Und wie ist das denn mit den integrierten Lagen und Innenentwicklung für Außenentwicklung? Müssen wir uns da Sorgen machen? Im Endeffekt kann ich sagen, wir hatten eine Anhörung. Wir hatten noch etwas mehr Zeit, uns mit Verbänden und anderen Leuten darüber zu unterhalten. Wir haben uns das Ganze genau angeguckt. Und naja, wir haben es, obwohl wir noch nicht so lange dabei sind und die unendliche Geschichte dieses ganzen Themas gar nicht so ganz mitbekommen haben, dass das also in der letzten Legislaturperiode schon Thema war, haben wir es geschafft, uns da eine eindeutige Meinung zu bilden. Und vor allem nach der Anhörung können wir sagen, ja, es macht Sinn, diese Frist dauerhaft auszusetzen, so wie es FDP und CDU vorgeschlagen haben. Ja, auch mir liegt natürlich Einbindung von ÖPNV in Außen, also wenn man mal wo baut, wo es nicht, wo es keine ÖPNV gibt, am Herzen, dass dort der ÖPNV mit berücksichtigt wird. Das betrifft übrigens auch integrierte Lagen. Aber das ist, es handelt sich hier ja um einzelne Gebäude. Ich gehe auch nicht davon aus, dass dann dort plötzlich in einer Scheune ein Mediamarkt untergebracht wird. Also das ist alles nicht der Fall. Gut, also wir sehen das klar. Jetzt haben wir die Sache, die Aussage von Rot-Grün oder zumindest von Frau Philipp, es tut ja niemandem weh. Und man erkennt ja auch die Notwendigkeit der Aussetzung der Frist. Dann ist eigentlich klar, muss man ja eigentlich auch dem Antrag von FDP und CDU zustimmen oder dem Gesetzentwurf. Naja, jetzt könnte man sagen, es gibt einen guten Kompromiss. Ja, Frau Schneckenburger hat es kluge Linie genannt. Okay, es gibt einen Kompromiss, weil man halt nicht politisch nicht übereinkommt. Wir setzen die nochmal aus bis 2019 und dann können wir uns 2018 hier nochmal drüber unterhalten. Ist zwar von meiner Seite aus nicht unbedingt notwendig, kann man aber ja tun. Leider liegt dahinter auch kein wirklich würdiges Verfahren. Hätte man diesen Änderungsantrag frühzeitig vorgelegt, ich denke, das wäre kein Problem gewesen. Der Änderungsantrag ist ja nun wirklich so, dann hätte ich im Grunde sofort nach einer Anhörung verfassen können. Oder den hätten wir auch gerne noch im Ausschuss besprechen können, da hätten wir auch sagen können, okay, aus Kompromissgründen, alles klar, kein Problem, vielleicht können wir uns verständigen, wir ändern das so und stimmen gemeinsam über den Antrag dann positiv ab. Wäre schön gewesen. Ja gut, jetzt haben wir alles auf den letzten Metern. Mark Twain würde sagen, gäbe es in der letzten Minute nicht, dann würde niemals etwas fertig werden. Jetzt haben wir auf den letzten Metern einen Änderungsantrag. Wir werden dem nicht zustimmen, beziehungsweise ich empfehle dem nicht zuzustimmen, dem Änderungsantrag, weil die komplette Aussetzung, langfristige Aussetzung besser ist. Andererseits, der Sache dient es auch, wenn der Änderungsantrag jetzt angenommen würde, könnte ja sein, und wir hätten dann ein so geändertes Gesetz. Ja, die Sache hilft es auch weiter, wenn man dieses Gesetz dann auch geändert annehmen und dann halt 2018 wieder darüber sprechen. Deshalb, egal ob das Gesetz jetzt geändert wird oder nicht, würde ich empfehlen, dem zuzustimmen. Ich finde, das wäre dann auch ein durchaus noch weihnachtliches Ergebnis. Wir hätten was vorzuweisen hier am letzten Tag, was wir auch dann hier im Plenum verabschiedet haben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Bayer.